Es war im Juni 1859, als sich eine einsame Kutsche durch Norditalien vorkämpfte. In ihrem Inneren saß der Genfer Kaufmann Henri Dunant, der sich auf einer wichtigen Geschäftsreise befand. Dunant war fest entschlossen, eine Audienz bei Napoleon III., dem mächtigen Kaiser der Franzosen, zu erhalten. Dunant wusste, dass Napoleon sich irgendwo in der Nähe seiner hier kämpfenden Truppen aufhielt. Plötzlich fand sich Dunant inmitten eines Schlachtfeldes wieder. Er war entsetzt. Am Rande des Dorfes Solferino fochten die französischen gegen die österreichischen Truppen eine schreckliche Schlacht. Am Abend blieben tausende Tote, Sterbende und Verwundete auf dem Schlachtfeld zurück. Aber die Sanitätstruppen waren der Situation nicht gewachsen. Und die erschöpften und verletzten Soldaten auf beiden Seiten hatten genug damit zu tun, sich selbst zu retten. Dunant vergaß alles andere. Es wurde dringend Hilfe gebraucht. Entschlossen richtete Dunant ein behelfsmäßiges Hospital in der Kirche des Dorfes ein. Dort erhielten die Sterbenden und Verwundeten Aufmerksamkeit und Pflege. Dunant wurde von den Dorfbewohnern unterstützt, den Frauen und den Alten, die halfen, so gut sie konnten. Sie behandelten die Franzosen und die Österreicher in gleicher Weise. Sie kümmerten sich sogar darum, die Abschiedsworte Sterbender aufzunehmen und an deren Hinterbliebene zu senden. Tag und Nacht arbeiteten sie unermüdlich, um die Opfer zu pflegen. Dunant kehrte schließlich in die Schweiz zurück. Aber er konnte das Geschehene nicht vergessen. Sein Buch, Eine Erinnerung an Solferino, wurde 1862 veröffentlicht. Dunant schlug vor, in jedem Land eine neutrale und unabhängige Hilfsorganisation zu gründen, die im Kriegsfall allen Verletzten unterschiedslos Schutz und Pflege zukommen lassen sollte. Die Idee war revolutionär und fand Gehör. Kurze Zeit später gründete Dunant mit vier anderen Männern das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK. 1864 trafen Diplomaten aus aller Welt in Genf zu einer Konferenz zusammen. Sie einigten sich auf die erste Genfer Konvention zur Verbesserung der Lage verwundeter und kranker Soldaten. Viele Jahre nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg folgten weitere Verträge. 1949 wurden die vier Genfer Abkommen in ihrer heute gültigen Form verabschiedet. Sie schützen die Opfer bewaffneter Kriege, namentlich Verwundete, schiffbrüchige Soldaten, Kriegsgefangene und Zivilisten in Kriegszeiten. Es war Henri Dunant, der den Weg ebnete, Menschlichkeit inmitten der Unmenschlichkeit zu leben und den Grundstein zur Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung legte. Heute haben nahezu 200 Staaten die Genfer Abkommen ratifiziert, die den Kern des humanitären Völkerrechts bilden. Und immer noch ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK, Wächter dieser Abkommen. Das IKRK tritt dafür ein, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten und fortentwickelt wird und bemüht sich um den Schutz des Lebens und der Würde von Opfern bewaffneter Konflikte ohne Diskriminierung. Zu den Opfern zählen nicht nur verwundete und kranke Soldaten, sondern auch Kriegsgefangene und andere Menschen in Haft, die regelmäßig durch das IKRK besucht werden. Das IKRK versucht, die für die Gefangenenhaltung Verantwortlichen davon zu überzeugen, die Sicherheit und Würde der Gefangenen zu respektieren und zu garantieren. Das IKRK setzt sich nicht nur für Zivilisten ein, die direkt durch einen bewaffneten Konflikt betroffen sind, sondern auch für Männer, Frauen und Kinder, denen es an elementaren Dingen mangelt. Wasser, Nahrung, Gesundheitsversorgung, Unterkunft und Kleidung. Das IKRK stellt mit Hilfe der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften den Kontakt zwischen getrennten Familienmitgliedern her und bemüht sich, soweit es geht, diese zusammenzuführen. Dabei spielen die Suchdienste eine wichtige Rolle. Wo immer möglich, ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zur Stelle, wenn es darum geht,
das Leben, die Rechte und die Würde von Menschen im Sinne der Genfer Abkommen zu schützen. Es gibt zurzeit mehr als 180 nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften auf der Welt. Sie alle setzen sich ein für Menschen in Not. Die Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sind in vier Hauptfeldern aktiv: der Katastrophenhilfe, der Katastrophenvorsorge, dem Gesundheits- und Sozialwesen, der Verbreitung humanitärer Werte und Prinzipien. Das Deutsche Rote Kreuz gehört zur Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Die Föderation wurde 1919 gegründet. Sie koordiniert die Arbeit der nationalen Gesellschaften auf internationaler Ebene. Etwa im Fall von Naturkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Überflutungen. Aber auch bei großen Flüchtlingsströmen von Menschen, die in ihrer Heimat bedroht sind und hier kein Zuhause mehr finden. Die Föderation hat das Mandat, nationale Gesellschaften zu stärken und in ihrer Entwicklung zu unterstützen, damit diese Menschen in Not effektiver helfen können. Millionen Mitarbeiter und Freiwillige des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes helfen in diesem Augenblick, Angst, Hunger und Not zu lindern. Und verwirklichen so die Grundidee Henri Dunant's.